So, da sind wir wieder. Zurück bei Assassin's Creed Origins. Ich laufe gerade noch zum Punkt. Und dann fangen wir mal die Nebenquest an. Ein Geschenk der Götter. Grün markiert. Ach du Scheiße. What the fuck? Oh, klar, wollen wir nicht mitmachen. Siehst du? Ist das eine Botschaft vom Himmel? Es ist, als würde Reh persönlich zu uns herabsteigen. So, ich hasse übrigens diese Pferdeanimation, weil die von irgendwo herkommt und dann teilweise kurz vor dir mal abdreht. Dann läufst du deinem blöden Gaul hinterher. Ah, Wahnsinn. Bei den Städten oder sowas, ganz schlimm. Ganz schlimm. So, ui. Erreiche die Abschnitt. Ein Geschenk der Götter. Oh. So, was man mal gerne macht auf dem Pferd, ist halt noch in der Zufall. Zack, wenn ihr es richtig entwickelt habt, dann könnt ihr nebenbei alles einsammeln. Wow. So, und damit euch ein bisschen Geld verdienen. Die Feuerkugel hat einen Eingang zu diesem Grab freigelegt. Das ist ein Zeichen der Götter. Herabgefallener Stern, ein großer blauer leuchtender Stein, der vom Himmel gefallen ist. Aliens oder was? Zack, komm mal rein hier. Die Gegner? Nee. Hm. Ich frage mich, könnte sich das auf die Sonnenuhr beziehen? Diese Zahl ist wohl wichtig. So, Jungs, was ist denn da für eine Zahl? Ich sag 15. V war doch 5 und X war, glaube ich, 10, ne? Ist das dann 15 Uhr oder was ist das? Wenn's eine Diese Uhr ist? Zahl ist wohl wichtig. Löse das Sonnen. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder raus. Hi. Untersuchungsgebiet. Oh, Pfeile haben wir. Zenno? Kannst du mir irgendwas sagen? Ja, da drin ist noch ein Schatz, haben wir noch einen Schatz vergessen. Cool. Ah, okay, hier ist auch so ein Obelisk. Jetzt in der Sonnenuhr. Warte mal, 15 Uhr, ja. Ist das die Sonnenuhr, die in dem Grab dargestellt wurde? Ja, fuck, wo ist denn hier 15 Uhr, Alter? Nee, eigentlich war das doch. Nee, war mal 15 Uhr, wenn wir hier komplett blöd, ist ja hier irgendwo. Scheiße, ich glaube, ich muss nochmal runter und muss mir das nochmal angucken. Ich dachte, dass das hier wäre. Hier kann man auch nicht wirklich was machen, oder? Ich grenze das mal alle ab, falls man irgendwas drücken könnte. Aber normalerweise wird es eigentlich auch angezeigt, wenn man was drücken kann. Ja gut, ne? Also man kriegt hier auf jeden Fall Pfeile. So eine Sache muss man meistens immer mal wieder achten. Ich gehe mal erst nochmal rein, ne? Also für die, die irgendwie schon voll geblickt haben, ich habe es nicht geblickt. Also man muss eigentlich, wenn man vor dem Obelisken steht, also wenn wir so vor dem Ding stehen, müssen wir ganz links, schräg links und nach unten. Warte mal, und hier? Hier ist irgendwas. Okay, warte mal. Okay. Mit Trinatin. Komm, wir sind nicht blöd. Trinatin. Einmal muss ich dieser Schulabschluss doch mal irgendwie, ne? Ah, ich glaube irgendwie. So, pass auf, wenn wir vor dem Ding stehen. Was hab ich gesagt? Links? Also, das Ding ja eigentlich? Kann man hier irgendwas sinnvolles machen mit Feuer oder so? War das da noch? Und da. Oder es ist genau die andere Seite, dass man vor dem Ding steht. Also wie gesagt, kann man hier irgendwas drücken?
Bestimmt sind das irgendwelche Mechanismen hier oben. Steine irgendwie nehmen, ne? Nee. Hä? Gräber kann man ja auch nicht rein, ne? Wir haben Kampfmusik, aber kein Gegner. Warte, ich kletter jetzt einfach mal auf den Listen rum, mal gucken, was da passiert. Ich will so eine blöde Hyäne. Das hatte ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt, ne? Das ist so eine Sonderfähigkeit mit dem Boden. Aber auch von hier oben sehe ich nicht. Also, das muss. Meines Erachtens muss das was mit diesen Löchern zu tun haben. Nur man kann ja nichts drücken. Kann man sonst diese Dinger kaputt schießen? Aua. Boah, der tat sogar weh. Jungs, ich tue es mir das letzte Mal nochmal an. Was ist hier eine blöde Idee? So sieht dann ungefähr der Kampf aus. Meine Fresse, ey. So, jetzt haben wir die Gegner weggemacht. So, jetzt nochmal. Ich glaube persönlich, dass ich. Meine Fresse. Ich weiß noch nicht mal die blöde Richtung. Kann man das Ding sonst irgendwie mitnehmen? Nee, ne? Vielleicht ist, muss man auch was hier drinnen tragen? 15. Diese Zahl ist wohl wichtig. Oder 10 und 5. Also theoretisch uns, ne? Abgebildet. Da oben haben wir haben ja so ein Ding da drauf, ne? So, wir haben genau diese ganzen Säulen. Und theoretisch muss man es ja umdenken, ne? Weil der Obelisk steht ja quasi draußen andersrum. Man muss also irgendwie. Mit meinem Boden. Muss das Ding und das Ding verbinden, damit hier irgendwas passiert. Was soll das sein? Junge, hätte man nicht mal irgendwie bessere Grafik da anbringen können oder was? Ein bisschen die Geschmiere hier. Also irgendwie muss man das füllen mit Wasser oder was? Aber wir haben kein Wasser. Wir haben auch kein Wein oder sowas im Licht. Wir können Fackeln schmeißen. So, ich zeige euch das nochmal von der Links aus hier oben. Das erreiche, was ich vorhabe. Ist das überhaupt jetzt richtig? Wir stehen hier vor und es war die linke Seite. Eigentlich ist das richtig. Okay, wir machen es mal hier.
Oh nee, ich hab jetzt nicht. Wo sollst du jetzt den abwerfen? Bist du blöde, oder? Das kann aber auch irgendwie nicht sein, oder? Also irgendwie muss man die irgendwie nach unten drücken oder irgendwie sowas. Ich guck mich hier oben jetzt nochmal um. Also das heißt, es geht dann also quasi hier irgendwo rein. Eigentlich war das Ding hier meines Erachtens. Ich tue dann nach brüchigen Stellen oder sowas. Hallo? Also Jungs, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was man machen soll. Okay, ich kann natürlich versuchen, kaputt zu schlagen. Ich dachte mir aber schon, da passiert gar nichts. Nur so, falls ich das falsch rum sehe. Ich versuche die andere nochmal. Ja, ohne Witz, Digga. Da ist hier keine Ahnung, was man hier machen soll. Ich kann es euch echt nicht sagen. Deswegen mal mal kurz Break und guck mir das mal an. Okay, bis gleich. Alles klar, Freunde. Alles klar. Also, Sonnenuhr. Da hätten wir vielleicht drauf kommen können. Aber ne. Es geht darum, dass der Obelisk Schatten wirft. Der Obelisk wirft Schatten. Ne? Also, wenn es jetzt nicht bewölkt wäre. So. Und jetzt geht es da unten bei uns darum, dass wir insgesamt 15 bauen. Oder eine 15 bauen. Mach ich damit was machen? Es passiert was. Eins, drei, fünf. Ja, jo, der muss weg hier. Wie, was jetzt? Oh ne, schon vorbei wieder? Okay. Wir müssen noch meditieren. Also, es gibt 1, 3, 5. Wir müssen die Summe, oder wir müssen insgesamt die Zahl 15 bauen. Das heißt, die 3 muss weg. Oh, das ist logischerweise Nacht. Oh, sorry. Das ist logischerweise Nacht. Jetzt ist wieder Tag. Jetzt ist natürlich die Frage, wie die 3 zerstören. Ich gehe jetzt einfach mit dem Schwert komplett drauf. What the fuck? Ja, wir haben 1, 3, 5, deswegen 15, wenn wir die 3 machen, aber 1 und 5. Oh, nicht, dass ihn auch zu den Göttern strahlt. Bei Rey, was habe ich getan? Was hast ich du getan? Zu dem Grab. Oh. Den Bogen haben wir den Pfeil nicht mehr bekommen. Okay, ne, also von der Rätsel her, logisch, Sonnenuhr, müssen wir wahrscheinlich irgendwas mit der Sonne machen. Und wir haben halt einfach mal das Pech gehabt, natürlich auch. Wer bist du? Okay, also ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich euch hier mitgenommen habe. Oh, ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht. Die ihr Seelen frisst und auch die Körper der Toten verschlingt. Welch Reise liegt hinter mir?
wer bist du denn? What the fuck? Alles klar, ne? Cool. Also erstmal, wir haben ein neues Reittier bekommen. Was? Ein Quee. Legendäres Reit. Wenn ihr enorm die Schwierigkeit wohl, diese mysteriöse Kreatur 1 im Rennen eingesetzt. Ich bin legendär. Geil. Okay. Neues Schwert. Wir machen hier, nehmen wir mal hier Mustafa-Stringer an. Kritische Trefferschance. 3 Punkte Adrenalin und Gesundheit bei kritischen Treffern. Werden die auf jeden Fall benutzen. Ja, der gibt's da keinen, der Terminal. Aber Fernkampfwiderstand, Schaden, Obsessionsrate jeweils 3 und Blut bei Blocken. Auch nicht übel. Auch nicht übel. Und Tool? Ah, die ISO-Rüstung, stimmt. Die haben wir jetzt, glaube ich, auch noch irgendwann bekommen. Ich weiß gar nicht, wofür eigentlich. So, wie sehen wir. Oh ja, Baby. Oh yeah. Oh yeah. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber ich glaube, die Folge hat sich gelohnt. Ach du Scheibenkleister. Ach, das sieht doch noch geil aus, oder was? Okay. Nö! Dann würde ich sagen, können wir jetzt mal langsam die Hauptquest weitermachen. Ich nehme mal ins Licht hier. Vollkommen verarschen, Alter. Wie geil sieht das denn aus? Okay, jetzt sehen wir zwar nicht wirklich aus wie in ein Ägypter, aber nö. So eher wie so ein Marsmensch, aber geile Scheiße. Jo, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nö? Geile Quest. Alles klar, würde ich sagen, beenden wir mal die Folge für heute. Bis denne.